Assalamu alaikum, auch bei katholischen Geschwister im Islam. Kann sein, dass der ein oder andere Bruder oder Geschwister betroffen ist. Ja, deswegen mache ich jetzt dieses Video. Es geht darum, dass der ein oder andere vielleicht einen Hausbesuch bekommt, wo halt Geld, wo man Spendenaufruf macht, ja, also per Wohnung, Haus zu Haus. Ja, es gibt nur eine Gruppe eigentlich, die das auch macht, die nennt sich Süleymancı. Und diese Süleymancı, die unterstützen die Oppositionspartei CHP, unter anderem auch LGBT. Und sind auch, also CHP ist ja klar und deutlich, das sind alles Kuffar, also nicht Muslime. Das sind, jeder von den Einzelnen ist ein Kuffar, auf jeden Fall mindestens das. Und die Hardcore-CHPs, die kann man schon abstempeln als Ungläubige, ja, als Nicht-Muslime, egal was sie da erzählen, weil die einfach den großen Schirk ausüben. Und die Süleymancı, die unterstützen das, ja, im Ganzen. Also wir reden jetzt von der Gruppe Süleymancı, nicht jeden Einzelnen. Deswegen sollte man auf jeden Fall aufpassen und diese Leuten nicht spenden. Ja, nicht, dass man jetzt ankommen und sagen, fi sabilillah, Allah rızası için, dass sie Geld, also fi sabilillah Geld sammeln. Achtet darauf, dass diese Leute Lügner sind, dass meisten von diesen Leuten auch Heuchler sind. Und die sind sowieso eine Sekte, so oder so schon. Die haben schon sehr viel Kuffer und Unglaube und auch irre Lehren. Aber dass sie die Oppositionspartei noch unterstützen, die unter anderem LGBT unterstützt, auch die Sklave von Europa sein will. Ja, die, also der, die Oppositionspartei, die hat klar und, also die haben klar und deutlich gesagt, vielleicht auch zumindest, dass die wirklich alles machen werden, was Europa sagt. Alles, ja, das heißt alles eins zu eins, und das ist schon fatal. Und wenn diese Süleymancı, die sich Muslime nennen, ja, unterstützen, dann wissen wir ganz genau, dass die von uns keinen Cent bekommen. Ja, deswegen, wenn die bei euch klingeln, die machen das. Das ist die einzige Gruppe, die von Haus zu Haus geht, um Geld zu spenden. Deswegen kein Cent denen geben. Das, was ihr gibt, ist Haram. Das hier, was hier gibt, ist verboten, und ich weiß natürlich noch viel, viel mehr, aber es reicht schon aus, dass diese Leute, die Oppositionspartei CHP, diese kemalistische Partei CHP, diese Kuffer-Partei CHP unterstützt, und das ist schon vorbei. Ja, da braucht man, glaube ich, nicht viel zu reden. Also wie gesagt, die Süleymancı sind die einzigen, die eigentlich von Haus zu Haus gehen. Es gibt keine zweite Gruppe, die von Haus zu Haus geht, so gut wie ich weiß, zumindest nicht in Deutschland. Und jetzt gerade ist die Zeit, so wie ich erfahren habe, dass sie jetzt wieder Haus zu Haus besuchen und Geld sammeln wollen. Bitte nicht diese Leute unterstützen. Ja, nicht diese Leute unterstützen, weil das die Absicht ganz was anderes ist und weil die auch unislamisch handeln.